Ich habe mit vielen bekannten Leuten Kontakt und das nicht nur aus dem Grund, dass ich irgendeinen Fame abgreifen will oder sonstiges. Ich arbeite auch mit vielen zusammen, das wissen aber viele nicht und deswegen weiß ich nicht, was... Da lachen wegen einem Kommentar, ne? Ich finde das nicht so korrekt, ne? Also deine Handlung auf jeden Fall mir gegenüber. Tja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, ich habe das gar nicht gesagt. Weißt du, ja. Aber ich würde mich jetzt in live hier hinsetzen und sagen, ja, die will eh nur den Schwanz von Casanova beispielsweise. Hä, das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, ergibt es nicht, ja. Bei mir ergibt es ja auch keinen Sinn. Auch wenn es deiner Meinung nach Sinn ergibt. Hä, du kannst mich doch jetzt nicht hier bloßstellen, sagen wir mal, durch einen Schwanz, hä, was hat das eigentlich? Nein, das war jetzt nur so ein Beispiel, ja. Du hast mich ja auch bloßgestellt, so nach dem Motto, der Junge hat es echt nötig und belegen, einen Fame abgreifen durch einen kleinen Junkie. Aber der ist echt Fame, ja, voilà. Ja, aber ist doch scheißegal, für mich zählt doch das Menschliche. Yani, was bringt mir das, wenn jemand Fame ist, aber ein Hurensohn ist? Ja, aber nee, ich meine, weil du gerade gesagt hast, der Junkie, weißt du? Ja, der ist ja ein Junkie, Punkt aus Ende. Junkie mit Fame. Das ändert doch nichts an der Tatsache. Wenn ich aber mit den Typen sympathisieren würde, ich würde die niemals bei mir zu Hause aufnehmen. Wegen jedem Fame oder sonstiges, Mann. Soll er der reichste Mensch der Welt sein? Wenn ich einen Menschen nicht mag, dann mag ich ihn nicht. Ja, ist ja auch richtig so. Ja, aber du hast es ja anders dargestellt. Hey, ich glaube, du verwechselst mich gerade mit Gigi, glaub mir. Weil die nein, ich habe mit Gigi, nein. Ich bin doch an den Tag in dein Live noch reingekommen. Ja, du auch. Bist du ja, und davor hast du die Aussage getätigt. Juckt der Bart? Ja. Guck, das ging da um Gigi. Meine Leute sagen das selber. Es ging nicht um Gigi, es ging um mich. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Okay, also wenn ich jetzt eine Aussage tätige und mich nicht daran erinnere, heißt das für mich, dass ich mich nicht entschuldigen soll? Für eine Aussage, die ich getätigt habe? Wie bitte? Willst du jetzt gerade, dass ich mich entschuldige? Das war mit Gigi, guck, Gigi, 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 das war mit Gigi. Ja, natürlich schreiben die Leute das rein, wenn du das rein sagst. Wenn du gesagt hättest, das ist mit... Allah, meine Leute sind nicht so, die sind nicht so. Wenn ich Unrecht habe, habe ich Unrecht. Ja, aber dann schreiben doch meine Leute, direkt wo ich das erwähnt habe, alle haben geschrieben, doch, Walla, wie kann sie schwören und so. Aber ich hab das nicht gesagt. Ich war das nicht. Gigi Gülüm, guck. Ich war das nicht. Ich hab das nicht gesagt. Okay, wenn du es sagst. Ich hab's doch aus meinen eigenen Ohren gehört, aber vielleicht... Wo diese Art von der Schläge war, hab ich gar nicht... Ich war zwar in dem Live drin, glaube ich, von Engel. Nein, du bist selber live gegangen. Du hast über die Sache angefangen zu reden. Nein. Hab ich nicht. Doch, ich bin noch nicht behindert. Guck mal, ich will ja jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin ja auch nicht behindert. Ja, aber ich weiß doch, dass... Hä? Ich hab doch gesehen, wie du live warst. Ich bin doch danach reingekommen.